Feelgood Podcast Nummer 3 mit dem Dabu, der leicht verschlafen hat. Und wann hast du gesagt, was ist das letzte Mal gesehen, wo du verschlafen hast? Ich glaube, so richtig verschlafen, so wie heute, ist so im dritten Gimmi. So. Aber es ist sehr lange her. Weißt du, wirklich so Katastrophe. Nicht mal Wecker, auch nicht gehört, gar nichts. Einfach wirklich gepennt. Und was hast du Gefühl, warum? Ich glaube, ich habe das gebraucht. Ich habe ein strenges Wochenende gehabt. Also streng, wunderschön, aber sehr wenig geschlafen. Und jetzt 3 Tage Produktion gehabt. Und ja, haben es einfach gebraucht. Und der Körper holt dann ja, was er braucht. Das ist das Schöne. Ja, und ich habe oft das Gefühl, dass man den Körper ein bisschen beeinflussen kann, aber am Schluss holt er sich wirklich das, was er braucht. Also wenn du mal musst am 6 Uhr morgens aufstehen, dann schaffst du es, den Körper so zu konditionieren, zu sagen, ey, ich muss am 6 Uhr morgens aufstehen. Und irgendwie schaffst du es dann auch, dass wenn dann der Wecker läutet, dass du beim ersten Läuten schon aufstehst und sagst, okay. Aber dann stelle ich auch 3, 4 Wecker. So. Ja, aber dann brauchst du eigentlich die anderen 3 gar nicht, sondern bist beim ersten eigentlich schon ready. Und aber dann schlafe ich nicht, das hasse ich, weil dann schlafe ich nicht so tief. Dann habe ich die ganze Zeit Angst, dass ich verpenne. Gell? Und schlafe nicht so tief und dann bin ich überhaupt nicht relaxed. So. Und jetzt habe ich wirklich einfach tief gepennt, warum auch immer. Es tut mir leid für die Ärztin, die den Termin jetzt hat müssen verschieben mit mir, aber ist halt. Ah, das stimmt, du hättest ja noch morgen einen Termin gehabt. Ich hatte einen Arzttermin voll. Ja. Darum umso schöner hast du es geschafft in Podcast. Vielen Dank. Und wir haben es vorher noch, bevor wir anfangen aufnehmen, haben wir so ein bisschen von Hits gehabt. Und du und dir, besser gesagt, tun jetzt ganz bewusst eure grössten Hit, Angelina, im Konzert eher früher spielen. Wann ist die Entscheidung gekommen und warum genau? Muss man sich vom Hit lösen oder will man einen anderen Bezug zu diesem Song herstellen? Also wir haben das Gleiche schon gemacht, in der Tour vorher, also wo Angelina neu war und von vorne eigentlich unser grösster Hit war, haben wir es genau gleich gemacht. Haben wir von vorne früh gespielt und Angelina am Schluss. Weil ich glaube einfach, dass die Leute mit dem Song, den du am Schluss spielst, oder mit diesen 2, 3 Songs, ich glaube, sie gehen mit denen heim. Und Angelina kennt man jetzt von uns. Mit dem müssen sie wie nicht heimgehen, finde ich, sondern sie gehen lieber heim mit Lied oder mit Schlaf aus. Zum Beispiel spielen wir neu auch den Titelsong vom Album, der gar nicht aus ist. Mhm. Und lieber sie gehen mit dem heim und denken dann die heim, shit, wieso ist das Album noch nicht aus und freut sich drauf. Also es ist auch so ein bisschen die Strategie, um so ein bisschen das Verhältnis zwischen den Songs so ein bisschen auszunivellieren. Dass nicht immer nur Angelina ist, sondern dass die Leute auch checken, okay, es gibt auch Mein Ort und es gibt Hässlich und es gibt Von vorn und es gibt Lied und es gibt Frisches Mai und es gibt wie andere Songs, die ich eigentlich auch kenne. Und dass die Königin Angelina, dass die auch sich ein bisschen zum Fussvolk kann begeben, so finde ich. Also das ist recht wichtig und der Entscheid ist sehr schnell gefallen. Auch kritisiert worden von gewissen Leuten im Management zum Beispiel. Aber es war für uns unumstößlich gewesen, dass der nicht vom Schluss kam. In diesen Sachen vergleiche ich es ja extrem mit der Comedy. Und ich nerv die Menschen oft, weil ich denen sage, ja, Musik ist wie Comedy. Und ich merke vor allem bei dir und mir, merke ich wahnsinnig viele Parallelen in der Denkweise. Weil zum Beispiel mein grösster Hit sozusagen ist 079 gewesen. Nicht, dass ich da geschrieben habe, aber ich hatte eine Nummer über das Lied. Und das ist viral gegangen. Und als ich das dann ins Programm rein da habe, ist auch die Entscheidung mega schnell gewesen. Ich bringe das irgendwann in der Fruchtfliege oder so, bringe ich in der ersten Viertelstunde. In der ersten Viertelstunde kommt die Nummer und danach haben es die Leute gesehen und dann können sie sich darauf konzentrieren, was sonst noch alles passiert. Also das ist ja irgendwie noch, du hast ja noch dann eine Stunde Material. Voll, aber haben sie nicht auch, also bei uns ist dann ja, was passiert ist an den Festivals, ist die Leute haben dann auch Angelina geschrien, nochmal später, obwohl sie es schon gehört haben. Ist das bei dir nicht auch passiert? Nicht ganz. Ich habe jetzt bei der neuen Tour, beim einen Tryout, haben die Leute unbedingt eine Zugabe wollen. Und zwar unbedingt 079 als Zugabe. Und was dann absurd ist bei Comedy, wenn du einen Song hast, einen Hit, dann sagen die Leute, ah, geil, ich singe jetzt mit, oder? Lalala. Und bei einer Nummer kennen sie ja schon Jokes. Das heisst, im Vergleich zu allem anderen, was ich an dem oben gespielt habe, sind Lacher 50% weniger Leute gesehen, aber sie haben mega Freude gehabt. Auch an einem Geburtstag mal habe ich mir als Zugabe 079 spielen. Und die kennen die Nummer auswendig. Und die Lachen sind nicht so laut, denn sie sind so, ha, ha. Aber du merkst, sie haben Freude. Ja. Aber das ist wahrscheinlich dann schon ein Unterschied zur Musik, wo die Leute dann effektiv den Song wollen. Und bei mir ist es so, ich spiele ja nicht an Festivals,
wo ich immer so merke, auch wenn ich an ein Festival gehe, ich kenne eine Band ein bisschen, wirklich aufgrund von zwei Hits oder so, und dann will ich die Hits hören. Hingegen, wenn ich an ein Konzert gehe von einer Band, dann habe ich mich ein bisschen intensiver mit der beschäftigt und gehe nicht, ich gehe nicht wegen einem Hit an ein Konzert. Dann gehe ich, weil ich es eine geile Band finde und weil mir die Musik gefällt. Das ist also, mega Unterschied, aber das merken wir auch im Publikum. Oder? Und ich finde, es ist nicht hure anders, weil jetzt bei Angelina zum Beispiel passiert ja dann beim Publikum auch nichts. Also sie singen zwar mit, aber es gibt ja dann so, das erlebe ich auch oft, wenn ich im Publikum bin am Konzert, es gibt ja dann so die magischen Momente, wo etwas passiert, weil die Leute nicht erwartet haben, dass etwas passiert. Also wo sie wie, und das ist jetzt zum Beispiel, jetzt in diesen zwei Herbstshows ist das irgendwie bei «Wenn man geht» und «Schlaf aus», wir haben die so zusammengehängt. So der politischste Teil von der Show, und dort habe ich wie so gemerkt, okay, dort ist Magic passiert, irgendwie. Und die Leute sind überrascht, die Leute kennen die Songs gar nicht. Und das finde ich, ist ähnlich wahrscheinlich wie bei der Comedy. Das ist für mich viel wertvoller, denn, als einfach zum tausendsten Mal die Leute, die aufeinander gehen, aber nebeneinander nicht singen. So. Also das dann ist wie so, merke ich, okay, da passiert etwas wirklich Emotionales. Und nicht einfach, wir singen den Hit, den wir kennen. So. Und das ist natürlich viel schöner. Und das ist, aber am Festival, da hast du recht, ist das sehr schwierig. Am Festival ist wie so... Das zu kreieren. Es gibt Festivals, wo das geht, aber wir spielen ja kürzer. Also oft ist ja eine Festivalshow eine Stunde. Und in einer Stunde ein Spannungsbogen ist dann schon sehr schwierig. Da spielst du eigentlich alle Hits und gehst wieder, mehr oder weniger. Und das ist auch das, was das Festivalpublikum erwartet. So. Und du musst ja die Leute auch anders binden. Also wenn du an einem Festival spielst, dann hast du ja konstant, ich sage jetzt mal, das Risiko, dass Menschen auch einfach wieder gehen können. Und an einem Konzert ist der Aufwand für einen Menschen, dort anzugehen, aber von dort dann wieder heim zu gehen, während der Show, ist viel grösser, wie sie sagen, nein, ich bin ja extra da angekommen. Ja, und das ist also das Schweizer Ding, so, ja, jetzt habe ich zahlt für das, jetzt gehe ich sicher nicht heim. Weißt du? Das ist wie so, wie viele Schweizer laufen aus dem Kino raus, wenn der Film scheiße ist? Niemand, ja, jetzt, nein, es war jetzt 21 Franken gewesen, das Kino. Weißt du, dann gehst du nicht heim. Einfach das Prinzip. Als ich noch Filmkritiker gemacht habe fürs Radio, bin ich früher rausgelaufen. Ich bin einmal in die Pause gegangen in meinem Leben. Welcher Film? The 40-Year-Old Virgin. Wirklich? Ja. Hat dir das nicht gefallen? Das Ding war, es hat in Zürich damals, ich weiß nicht, ob es noch gibt, einen Überraschungsfilm gegeben. Und dann hast du einfach ein Ticket kaufen für sehr billig, 10 Stutz. Ja, ja. Und es ist irgendein Film gekommen, der aber noch nicht raus war. Und dann sind die drei Trailer gekommen. Und mein Kollege und ich sind wirklich schon beim Trailer so gewesen, nein, hoffentlich nicht der. Nein, es ist ja huere schlimm. Und dann war es voll der gewesen, so. Und dann habe ich wirklich gefunden, ich muss jetzt gehen. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen überreagiert, aber ich habe bis heute noch nie fertig geschaut. Nur wegen der Erwartungshaltung, weil ich finde es zum Beispiel recht lustig, muss ich sagen. Ja, mir hat das, glaube ich, dort in dem Moment zu fest. Also. Ich bin mal Bruno. Oh ja. Bin ich schauen. Mit der Erwartungshaltung. So, Borat ist für mich wahnsinnig lustig. Immer noch einer der lustigsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und dort ist die Grenze zum Primitiven ist irgendwie noch aushaltbar. Ja, es ist oft Fremdscham, aber mehr wegen den anderen Menschen und so. Und bei Bruno geht es irgendwie 2 Sekunden und dann hast du schon einen riesen Penis, wo irgendetwas in die Kamera sinkt. Oder? Und ich bin da und ein nicht ganz unbekannter Fußballer. Und ich sehe uns so vor der Show, also vor der Vorstellung, so, hey, hi, was machst du da? Ja, geh schauen. Und er ist auf einem Date gesehen. So wirklich ganz frisch, hast du gemerkt, die kennen sich noch nicht lange und so. Und ich habe sie irgendwie auch noch kennt von so entfernten Freundeskreis. Und ich so, was machen die? Und sie so, ja, wir gehen jetzt da Bruno schauen. Und ich so, ah, okay. Und schon das ein bisschen komisch gefunden. Und dann geht es los. Und nach 2 Sekunden siehst du einfach so einen riesen Schwanz, wo jetzt in die Kamera rein sind. Und ich schaue so zu ihm zurück und auch wirklich so mit so grossen Augen so. Hat man so ein Zeichen gegeben. Also ich habe keine Ahnung, dass das passiert. Das ist ein gutes erstes Date. Ich finde auch, dann ist vieles klar schon. Ich meine, dann weisst du, eigentlich sollte man das machen am ersten Date, dann weisst du so ein bisschen, woran du bist, glaube ich. Ob es geht oder nicht. Ja, weil früher oder später geht es um Riesenpenis in einer Beziehung. Besser weisst du es schon. Aber nochmal schnell also nicht zum Riesen-Hit zurück, aber mehr grundsätzlich, was du vorher gesagt hast, kann ich so ein bisschen vergleichen mit der Josef Harder hat mal in einem Interview gesagt, also sprich, hat so bei so einer Universität hat er eine Rede gehalten, der hat gesagt, sein Ziel ist, dass man die Erwartungshaltung vom Publikum
immer ein bisschen enttäuscht. Aber nur die Erwartungshaltung. Logischerweise solltest du sie nicht selber enttäuschen, sondern die Erwartungshaltung. Sonst haben sie keinen Grund, wiederzukommen. Und ich habe das gehört und habe mich mega mit dem beschäftigt, für mich und meine Sachen. Und eine Woche später bin ich euch schauen, mit der Softdrinks-Tour. Wo der, das letzte Album Drinks haben wir ja noch mit Akustikversionen und eben Soft neu aufgenommen und sind auf eine Mini-Tour mit dem. Und dort ist dann eben, zum Zurückkommen auf Angelina, ist der ja als Ballade gespielt worden. Und danach bin ich heimgefahren und habe gefunden, das ist jetzt das perfekte Beispiel gesehen von der Erwartungshaltung ist enttäuscht worden. Weil der Hit ist zwar gekommen, aber es hat hinterher so ein paar junge Damen gehabt. Die haben eigentlich einfach die Party machen zu dem Lied. Die haben gewartet. Und dann kommt das und es ist einfach so eine epische 6-Minuten-Ballade. Und sie wollen mitsingen und sie können ein bisschen, aber so nicht richtig, weil es ist halt nicht mehr so, sondern es ist viel langsamer. Und dann habe ich gedacht, das ist es. Das ist die Erwartungshaltung enttäuschen. Aber die können sicher wieder eine Show schauen. Ich hoffe es, ja. Aber das ist auch dort, wie du richtig gesagt hast, wir haben uns erst getraut, das zu machen, wo wir gemerkt haben, das ist geil. Das ist eine geile Balladenversion von Angelina. Wie du gesagt hast, es muss dann gleich gut sein. Du darfst das Publikum dann gleich nicht enttäuschen. Yeah. Es muss dann gleich von einer höheren Qualität sein und muss gleich auch Spass machen. Und kannst keine Clown-Version machen von Angelina? Nein, voll nicht. Aber für mich ist es im Fall, also ich bin eh so ein Balladenfuzzi und für mich ist Angelina nie so schön gewesen zum Spielen wie in dieser Version. Ich habe das unhöher gespürt. Es ist eigentlich ein trauriges Thema, der Song, und hat dem auch entsprochen, das musikalische Bild eigentlich. Es ist ja eine gescheiterte Beziehung, es ist ja keine glückliche Beziehung. Und ich habe das sehr gefühlt. Aber natürlich macht sie jetzt wieder Boom-Boom bei dem Reden. Das ist auch okay. So, aber ja. Ich glaube, der mit dem Enttäuschen ist von der Erwartungshaltung ist, glaub, schon okay. Also ich glaube, man darf. Ich finde jetzt als Musiker oder auch bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel immer das Gleiche machst oder als Programm, wenn jedes Programm, das du machst, ist wieder gleich. Oder für uns jede Platte, die wir machen, tönt wieder genau gleich. Ich glaube, dann finden das die Leute am Anfang noch ein bisschen geil und dann sind sie aber irgendwann weg. Also ich glaube, du musst immer wieder auch die Leute ein bisschen vor den Kopf stossen. Das ist jetzt in unserem Beispiel auch frisch aus dem Ei als erstes neues Lebenszeichen, das wirklich nichts mit Angelina zu tun hat, weder vom Soundbild, noch vom Thema, noch von irgendetwas. Ich habe das sehr genossen. Um wirklich können einfach sagen, jetzt kann einfach das und es ist wirklich etwas anderes. Und der ähnlichste Song zu Angelina wird die letzte Single sein vom Album, das wir auskoppeln, und nicht die erste. Also das ist wie so, das habe ich ein extra gefunden, das machen wir so. Ja, nicht. Früher war es doch auch so bei diesen Eurodance-Acts, dann What Is Love war dann da gewesen, und der nächste hat genau gleich getönt, wirklich genau gleich. Das ist das Ding, ich bin ein riesen Lou Bega-Fan. Und danach hat der Mambo No. 5, ich glaube, wenn du hast ihn schon gekannt vor Mambo No. 5. Nein, sondern eben, wenn du den Song nimmst, der ist, glaube wenn du alle möglichen Faktoren einberechnest, ist das wahrscheinlich das erfolgreichste Lied aller Zeiten. Weil er in so vielen Ländern gleichzeitig Airplay, Nummer 1, so lang etc. Und auch halt auch gerade zu einer Zeit, wo du möglichst überall hast können präsent sein, aber noch ohne Streaming und all das Zeugs. Also ich glaube wirklich perfekt. Und dann ist der zweite gekommen und der hat mir fast besser gefallen. Vom Stil, also der Stil ist genau gleich gewesen, aber von der Melodie her und alles habe ich fast noch geiler gefunden. I got a girl in Paris, I got a girl. Und er hat natürlich noch ein bisschen Erfolg gehabt und alles danach nur noch gefloppt. Weil einfach nur ein bisschen Weiterentwicklung. Vor allem, wenn du dann noch so einen riesen Hit hast, ist es wahrscheinlich noch weniger möglich. Und ich denke, so gerade bei der Musik ist es wahrscheinlich die gleiche Gratwanderung, dass du ja deinen eigenen Stil weiterentwickelst, aber ja trotzdem nicht die Fanbase, die du schon hast, eben komplett verlierst, wo man immer so ein bisschen in dieser Zwischenwelt ist von ich bin Künstler und ich will das machen, was ich will, aber da hat es ja noch Leute, die wollen ja auch hören, was ich mache und denen gebe ich jetzt nicht auf einmal, frag mich nicht, Schlager-Track XY. Wäre schon geil gewesen, aber... Ja, aber ich glaube, in der ersten Künstler, also bei uns ist es krass, oder in der ersten künstlerischen Phase, wenn es losgeht mit der Produktion des Albums, ist das irrelevant. Ja. Wirklich irrelevant. Und auch bewusst irrelevant. Auch mehrere Phasen, wo wir uns sagen, scheiß auf die Leute. Es geht um uns. Es geht jetzt darum, dass
wir unsere komischen künstlerischen Ideen können umsetzen können. Und ich meine, natürlich merkst du, also jetzt Jacke ist ein Klassiker, jetzt die aktuelle Single von ja, im Suff einfach geschrieben in Florenz. Schöne Weinabend gehabt und dann einfach das geschrieben und nie erwartet, dass das irgendein Mensch interessiert. So. Und dann aber durchgerutscht beim Produktionsteam, durchgerutscht beim Management, durchgerutscht beim Label, also durchgerutscht. Alle immer gesagt, shit, das ist ein Hit. Und ich habe nie mit dem gerechnet. Und das ist eigentlich am schönsten. Und dann musst du eigentlich nur noch am Schluss schauen, können wir es so ausproduzieren, dass es geschmeidig ist, dass es fürs Radio funktioniert. Das kannst du dann schon noch schauen am Schluss. Aber der erste künstlerische Impuls, ich glaube, wenn der kommerziell ist, dann wird es, glaube ich, schnell Helene Fischer. So. Also ich habe grossen Respekt vor ihr, aber ich glaube, dann schmeckt man halt, dass es berechnet ist. Das ist jetzt das Letzte, was ich wieder will und das Letzte, was meinem Künstler-Ego entspricht. So. Wo gleich da ist, wo er sagt, ich will auch Sachen können sagen, die mich einfach fest beschäftigen. Aber ich find das noch spannend, dass an der Schweizer Musikszene habe ich nicht gross Gefühl, dass es viel gibt, wo nach dem Hitformat überhaupt arbeiten. Im Gegensatz zu Elijah. Ich habe das Gefühl, es fängt jetzt so ein bisschen an und es geht mir auch, schon ein bisschen auf die Eier. So, also ich bin ja in dem ganzen Knäuel drin und kriege ja Zeug zugeschickt, das noch nicht raus ist. Kannst du etwas sagen dazu? Wie denkst du das? Kannst du mir helfen bei dem Text? Und so. Und merke so ein bisschen, wow, nein, hoffentlich geht es nicht in eine Richtung wie in Deutschland, wo am Schluss 5 Leute alle Songs schreiben, wo irgendwie draußen sind. Und es ist echt scheisse langweilig. Und alle Leute merken, es ist langweilig, aber ein bisschen catchy ist es gleich noch. Und weißt du, wie immer die gleiche Süßigkeit essen, ist ja dann auch nicht so geil. So. Nein, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass eben, wenn du so die grossen Musiker nimmst, dass die schon so ein bisschen ihr Ding machen. Und einfach finde ich, sicher hat es dann auch eben noch Management-Label und so, wo noch ein bisschen reinschwätzt und sagt, diesen Song kannst du jetzt nicht aufs Album tun, sondern eher den. Aber ich glaube, das ist bei dir auch so im Vergleich zu, also im Schweizer Markt zum deutschen Markt. Ich glaube, in der Schweiz ist man näher beim Publikum. Es lässt sich nicht vermeiden, die Bühnen sind kleiner, der Markt ist kleiner, die Städte sind kleiner, man sieht sich, also weißt, ich begegne auch sehr vielen Fans, einfach auf der Straße, weil die Schweiz einfach klein ist. So. Ja. Und ich glaube, wenn du jetzt in Berlin wohnst und du hast irgendwie Fans in Stuttgart, die siehst du nie. Ja. So. Ja. Und das ist einfach im Schweizer Markt, und durch das ist Realness einfach huere wichtig, weil die Leute sehen mich auch im Zug. So, ich bin ja im Zug gefahren mit Gea, wenn ich so einpenne im Zug. Weißt? Und ich glaube, wenn ich nicht der gleiche Typ bin auf der Bühne und in den Songs wie der einpennt im Zug, dann schießt es die Leute an. Und ich glaube, das ist typisch für den Schweizer Markt. Und darum ist es schwieriger, um einfach dir einen geilen Song komponieren zu lassen und dann einfach singen. Yeah. Und viel einfacher für eine lange Karriere, wenn du irgendwie bühnenhubermässig einfach immer selber schreibst und immer einfach real bist. Das ist aber in einem Comedy-Bereich so in der Schweiz, das ist wahrscheinlich auch für Schauspieler so in der Schweiz, das ist einfach vielleicht auch für Politiker. Yeah. Also es ist wie ein kleiner Markt, dass Realness einfach viel mehr zählt, glaube ich. Ja, und vor allem, weil du eben glaub, gar nicht daraus ein Business kannst machen. Also weißt du, Comedy-Autoren gibt es in der Schweiz ein paar und für ein paar Sendungen, Late-Night-Bereich, beim Radio haben sie jetzt den Gas gegeben, braucht es die auch? Weil es einfach eine Menge ist, die du nicht kannst sonst umwälzen kannst. Für meine Webshow hatte ich auch Autoren, die halt einfach immer mit einem pro Woche daran geschafft hast. Aber es ist kein Business für den restlichen Markt, im Gegensatz eben zu Deutschland oder so, wo du riesen Stars hast, die einfach die Arenen füllen und die brauchen Text. Und danach hast du grossartige Comedy-Autoren und die schreiben genau auf die zugeschrieben etwas. Und weil die dann eben Arenen füllen, können auch die Autoren richtig verdienen. Und für das ist der Schweizer Markt einfach zu klein. Also du hast vielleicht mal Irina Beller, die sagt, ich will jetzt einen Hit. Und dann kann einer irgendwie 10'000 Stutz verdienen. Und dann muss man sagen, ich habe dir da einen geilen Beat produziert. Du musst jetzt ein bisschen reinstöhnen. Aber sonst kannst du ja nicht gross Stutz verdienen mit dem. Nein. Und das kommt noch zusätzlich dazu, zu dieser Realness, die es eh schon braucht. Und ich glaub, das tun die Leute zum Teil ein bisschen unterschätzen. Die haben, merke ich bei mir, aber ich merke es auch, wenn ich mit Menschen über Musik rede, die haben das Gefühl, alles ist Business.
Alles ist von A bis Z. Und sobald du bei einem Label bist, ist einfach alles fremdgesteuert. Und du hast nichts mehr zu entscheiden. Und die zum Beispiel haben ja eine Entwicklung gemacht. Die sind jetzt recht poppig, aber meine Behauptung, weil ich die ein bisschen kenne, nie eben im Gedanken, wir müssen poppiger werden, damit mehr Leute uns hören, sondern persönliche Entwicklung, mir macht das Freude, mir macht das Spass und ich merke, wenn ich da ein neues Gebiet entdecke, wo irgendwie noch cool ist. Ja, aber das ist eine mega schwierige Frage. Ich werde das ja hure, das wird mega oft gefragt. Ich werde hure viel mit dem konfrontiert. Ja, wie ist das bei euch, oder? Genau so, wo die Leute wirklich das Gefühl haben, jetzt kommt der fette Manager rein. Ja. Unser Manager ist überhaupt nicht fett, das kommt noch dazu. Jetzt kommt der fette Manager rein und sagt, jetzt gehst du zu dem und dem Produzent und jetzt machst du das und das. So, und das ist einfach 0% das, was in unserem Leben passiert ist. Es gibt vielleicht Bands, wo das so ist, aber in der Schweiz sind die hure rar, weil eben, es funktioniert halt nicht. Wirklich so. Und bei uns ist es einfach, also natürlich, wir haben immer Popmusik schon geil gefunden und sind halt aus dieser Hip-Hop-Ecke gekommen. Und irgendwann spielst du halt auch vor 10'000 Leuten. Das hat sicher einen Einfluss. Yeah. Und, also es hat viel grösseren Einfluss als Label und Management. Und merkst, wie geil das ist, wenn 10'000 Leute Ziele von dir singen. Yes. So. Und durch das wird eigentlich so eine extrinsische Motivation zum Poppen sein, wird zu einer intrinsischen Motivation. Weil du nämlich das Gefühl anfängst, gerne haben können, vor vielen Leuten spielen und können und die Aufmerksamkeit zu kriegen von diesen Leuten. Und das ist ja nicht mehr extern dann, sondern das wird dann zum Teil vom Dabu, wo am Morgen aufsteht. Genau. Und dann auch Songs schreibt für das Gefühl. Das ist sicher so. Und in dem Sinn wäre das die einzige Steuerung jetzt extern, wo ich jetzt würde sagen, hat einen riesen Einfluss. Wir haben sehr ein cleveres Management, das kann man schon sagen, wo aus diesen 40 Demos, zum Beispiel, die wir jetzt wieder hatten, dann schon richtig steuert, dass dann am Schluss die 12 wichtigsten Songs daraus rauskommen. So, aber wo auch zulässt, dass, wenn man geht, wo sehr ein sperriger Song ist, oder Late Checkout, wo ein sperriger Song ist, dass die auch dürfen erscheinen und auch dürfen auch Berechtigung haben und jetzt uns nicht sagen, ihr müsst jetzt 12-mal mit den und den Produzenten einen Superhit machen. So. Nein, wo ja auch ein Gesamtbild besser formen und darstellen. Wo ja dann, ich sage jetzt mal, wenn so ein Song, wie wenn man gerade neu drauf ist, dann kriegen die anderen Songs auch wieder eine andere Bedeutung, also und eine andere Gewichtung. Ja, also das ist jetzt wieder krass, mit wem man geht, wo der politische Song ist, natürlich, wo wir den geschrieben haben, aber hey, wie viele Leute jetzt auch aus Medien und so, und aber auch private Leute zu mir kommen und sagen, ihr seid ja bis jetzt keine politische Band gewesen. Schon sehr interessant, weißt du? Empfinde ich nicht so. Ja. Ich überhaupt nicht. Ich finde mich also ich finde vor allem, wenn der Arzt und ich reden, ist es entweder über Musik, über einen Arzt sein Kind. Ja, mittlerweile. Oder über Politik. Ja. Und ich würde jetzt sagen, der Anteil von Politik ist 50% von unseren Gesprächen. So, wir sind beides voll politische Wesen, also wo das sehr wichtig ist. Und, ja. Und irgendwie, darum überrascht mich das so, aber das zeigt mir auch wieder mal, und das wirst du auch kennen, dass du das Zeug einfach auch explizit formulieren musst. Und nicht einen Song wie «Streitet», der auf dem Drinks-Album war, der sehr politisch war, aber wo so. Oder «Maschine». Ja, oder «Maschine», aber du musst halt explizit hergehen und das extrem explizit sagen, damit die Leute checken, es geht um das. Oder? Aber so. Das ist bei der Musik wahrscheinlich eh noch krass, weil du hast es vorher schon mal erwähnt. Ich habe mir das dann auch mal überlegt, weil wir haben mal privat geschwätzt und dann habe ich dir gesagt, was ist es? Irgendwo. Dann habe ich gesagt, hey, da habe ich jetzt wieder entdeckt, ich höre den jetzt momentan. Und dann hast du gesagt, ja, das ist der einzige Liebessong mit einem Happy End. Sozusagen. Und dann habe ich mir das überlegt und dachte, shit, die haben ja mega viele fröhliche Songs, aber eben textlich ist sie eigentlich, Angelina ist eigentlich ein trauriges Lied, textlich, und das zieht sich durch ganz viele Songs durch. Aber wenn du dann ein Konzert spielst, hast du einfach Tausende von Menschen, die abgehen und feiern und finden, hey, wir haben so viel Liebe zu geben. Und sie singen eigentlich etwas Trauriges. Und wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, sind sich 99% nicht bewusst, dass das etwas Trauriges ist in dem Moment. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, also schon nicht bewusst so, aber sie spüren es. Ich glaube, das ist ein mega Unterschied, wenn du dem kein, also es ist ja, wenn ich dein letztes Programm schaue und am Schluss kommt ein Teil, wo ist der Teil gekommen, wo du halt persönlich wirst und wo du halt tief gehst. Und wenn du das nicht hast, dann ist es einfach nur oberflächlich. Und das ist etwas, was die Leute spüren. Die Leute merken,
bei Angelina, oder jetzt von vorne ist ja so ein Beispiel, wo eigentlich etwas ist, was sich alle wünschen. So, ich würde die Jugend nochmal von vorne erleben. Mega etwas Melancholisches eigentlich. Yeah. Und das spüren die Leute in diesem Lied. Die Leute nicht bewusst so, aber die spüren das schon. Und bei Angelina auch. Die merken ja, shit, wir leben alle eigentlich ein bisschen gescheiterte Beziehungen. Auch. Yeah. So, keiner von uns hat eine Beziehung daheim. Also ich kenne niemanden, der, wenn er ehrlich ist, sagt, alles ist geil. Mhm. Sondern bei allen ist irgendwo ist es ein Bröckeln und muss man irgendwo arbeiten und den Verputz neu aufziehen. Und so. Das ist irgendwie normal. Das verstand ich. Und das spüren die Leute. Yeah. Und das spüren die Leute aber auch bei Alperose, wo auch und der Typ singt, ja, Liebe kommt und Liebe geht. Mhm. Fertig, das hat überhaupt nicht geklappt in dieser Beziehung. So. Und das ist auch etwas Typisches für die Schweiz, schätze ich extrem am Schweizer Songwriting. Unterscheidet es auch oft, finde ich, vom deutschen Songwriting und ist immer auch geil, weil es nicht Schlager ist. So, für mich ist auch ein Beatrice Egli-Track, der noch traurig ist, ist kein Schlager für mich in dem Sinn. Oder vielleicht schon Schlager, aber nicht so Après-Regie wirklich so. Sondern hat halt eine gewisse Tiefe. Und das finde ich einfach, macht die Songs wertiger. Und die Leute spüren das schon. Die Leute verlieben sich nicht. Also auch 079 ist ja dann am Schluss eine Scheißgeschichte, die scheiße ausgeht. Yeah. So, auf vielen Ebenen. Yeah. Und die Leute verlieben sich nicht in Songs, die, glaube ich, wo nur happy sind. Alles ist gut, alles ist geil. Mm-hmm. Ich glaube, das interessiert niemanden, außer jetzt vielleicht ein Lou Bega-Song. Aber darum hat er vielleicht auch nur einen Hit gehabt. Oder der ist dafür massiv gesehen. Vielleicht ist er aber auch, vielleicht ist auch der, ich weiß den Text nicht mehr so genau, vielleicht ist auch der Text ein bisschen traurig. Es könnte schon noch sein. Nein, es ist wirklich einfach, ich gehe saufen und ich habe ganz viele Weiber. Es ist nichts anderes. Ich habe überall eine. Stimmt, das ist der so. Vor allem auch der zweite ist ja dann genau das gleiche gesehen. I got a girl in Paris, yeah. I got a girl in Rome, even got a girl in the Vatican Dome. Es ist einfach, er hat überall Weiber. Das ist aber schon geil, Vatican Dome als Reim zu brauchen für Rome. Uhr fett. Das finde ich sehr geil. Ja, ja, ich glaube, die Leute merken das. Und die Leute gehen auch von einer Show von dir gehen sie anders heim, wenn du noch etwas erzählst, was dich wirklich beschäftigt. Also es ist ja alles beschäftigt dich natürlich im Programm. Aber etwas, was sie merken, okay, das beschäftigt ihn. Das geht tiefer, gehen sie anders heim, als wenn du nur den Jockel machst. Ich hab auch nicht gemeint im Sinne von, dass sie es nicht checken. Dass es etwas Melancholisches ist, sondern dass sie das auf die Seite legen, wenn ein Konzert ist. Wahrscheinlich auch du, weil du hast ja auch gewisse Teile in einem Konzert, wo der Arzt und du wirklich Party machen, wo du findest, jetzt raven wir oder früher der Discofinger und jetzt geht's ab. Und dann singst du aber eigentlich gleich einen traurigen Text drüber. Das musst du dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das musst trennen, aber ich weiß nicht, wie bewusst bist du dir denn noch, dass das ein melancholischer Text ist. Ich hatte vor, wie lange wir das Programm schon spielen. Yeah. Am Anfang ist mir so, shit, was muss ich da machen? Wo muss ich da her? Muss ich da etwas spielen? Shit, was macht der Arzt da? Weißt du? Yeah. Das sind die technischen Probleme. Yeah. Und jetzt zum Beispiel sind wir in der Phase wieder, wo ich tatsächlich wieder auch muss mir Mühe geben, bewusst, um Angelina zu fühlen beim Singen, weil es darf ja auch kein leerer Song sein. Also, oder jetzt mein Ort zum Beispiel. Und bei meinem Ort habe ich jetzt, wo sehr ein deeper Song ist, aber habe ich gewisse Strategien für mich in meinem Kopf und in meinem Herz, um können machen, damit ich den Song halt fühle. Weil wenn ich diesen Song anfange zu spielen, einfach so, dann ist es vorbei. Und ich muss das irgendwie spüren und muss das fühlen. Und bei meinem Ort ist es sehr einfach, bei Angelina ist es auch schwierig. Aber ich benutze sehr viele Bilder in dem Song von der Body in meinem Dorf. Also das sage ich nicht mal Body, glaube ich. Aber für mich, so in meinem Kopf, bin ich der Body am See. Und ich hole einfach die Bilder immer, wenn ich den Song singe. Und das macht mich. Und ich gehe auch einmal im Jahr zurück in die Body in dem Dorf. So einmal im Jahr muss ich dort baden. Und das ist dann immer recht aktuell, das Bild. Und das kann ich relativ gut wiederholen. Und ich war auch jetzt dieses Jahr und habe den Teenies zugeschaut, was genau gleich ist wie bei uns damals. Das ist halt mega geil. Und ich muss so irgendwie arbeiten. Aber das geht wahrscheinlich allen Künstlern so. Zum irgendwie auch dort eine klare Parallele zur Comedy, dass nur weil du zum 100. Mal die Geschichte erzählst, solltest du sie ja nicht auf die Arbeit spulen, sondern die Menschen sehen sie zum ersten Mal und du solltest sie ihnen auch erzählen, als würdest du sie zum ersten Mal erzählen. Ja. Wirklich, als wäre es dir gerade passiert. Unglaublich. Ich bin am Bahnhof gesehen, das ist gesehen. Was auch immer. Ja. Und das ist eben bei Hits, das merkst du auch immer, wenn eine Band eben ihren Hit noch spielt. Ja. So,
Ich habe mal Kings of Leon habe ich gesehen, kurz bevor sie ihre Zwischentraining hatten. Fürs Radio noch geschafft und Backstage, die sind alle getrennt gekommen mit ihren eigenen Wegen, also mit der eigenen Limousine, wo sie gefahren worden sind. Nicht miteinander geschwätzt auf der Bühne, alles komplett abgelöscht und dann am Schluss haben sie nicht mehr Sex on Fire spielen. Und du hast richtig gemerkt, wie jetzt Sex on Fire jetzt einfach jedem dort so richtig noch weh macht. So, oh fuck. Yeah. Und wirklich eine Woche später hat es geheißen, der ist im Spital und Pause. Und so. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass du auch in deinem Kopf die gesunde Beziehung aufrechterhaltest. Was bei meinem Ort eh noch speziell ist, weil du bist ja dort, wie will ich sagen, du bist ja dort ein bisschen kritisch deinem Ort gegenüber. Sprich, du erzählst, es sind ganz viele schöne Sachen dort, aber du gehörst eigentlich nicht, also nicht mehr dort an. Und das hast auch in ein paar Songs, das Fernweh und die Aufbruchsstimmung. Und du bist ja auch ein passionierter Reiser. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du mir mal auch gesagt, das ist nicht nur gut aufgefasst worden in deiner Heimat. weil die Leute sich dann schnell auf den Schlips gerammt fühlen. Also es gibt einfach ein Beispiel von der Person, wo ich daran denke, das ist auch noch geil, wie fest man kann als Schreiber irgendwie, ich habe ja nie gesagt, von wem ich rede. Yeah. Aber ich habe im Schreiben von den Zielen, im Dorf, wo ich herkomme, gibt es Menschen, die nie werden wegziehen von dort, weil sie im Turnverein sind. Yeah. Eine Person denkt. Yeah. Und diese Person? Und der Song rausgegeben, zum ersten Mal 2010. Und das erste Mal, als ich diese Person wieder sehe, ist sie scheisse hässig auf mich. Und sagt, hey, geht es eigentlich noch so über mich zu schreiben? Und so, und ich bin im Fall auch sehr viel unterwegs gewesen. So, ich bin gar nicht so in die Stube hocken. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du bist immer noch in dem Dorf. Und ein Argument, warum du immer noch in dem Dorf bist, ist, weil du im Turnverein bist. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem. Und so, alle wissen, dass du mich meinst. Und so. Also das ist krass, oder? Und ich habe das ja nie so gemeint. Und dann aber mit dem Erfolg, das kennst du auch und das kennen wir alle, mit dem Erfolg vor allem dann auch vor, natürlich dem Drinks-Album und der Kampagne und Angelina und allem, hat sich mein Dorf dann versöhnt mit mir. Und, Jetzt bist du dann zurückgegangen und dann haben wir noch Würstchen verteilt beim Metzger. Also ist wirklich, der Metzger hat, du kannst beim Metzger eine Double-Wurst kaufen. Ja. Yeah. Und der Metzger hat auch so ein Automat, so ein Selecta umgebaut draussen. Und das letzte Mal, als ich bei meinen Eltern war, bin ich wirklich Ökologe und du kannst in diesem Automat Tabu-Wurst kaufen. Es ist wirklich geil. Und es ist wirklich darum, habe ich gesagt, du kommst immer auf den grossen Penis zurück. Irgendwann, es ist eine recht grosse Wurst. Und er hat noch ein bisschen Käse drin. Oh, das sind aber die geilsten. Die gibt es in Österreich. Nein, das ist eine sehr geile Wurst. In Österreich gibt es die immer in den Nachtimbiss. Käsekreiner, oder wirklich auf dem 4 Uhr morgens. Ja. Wurst, mit ganz viel Käse drin. Weltklasse. Ja, das ist sehr geil. Das Dorf, also er ist immer, hat es immer cool gefunden, weil ich habe über ihn nicht negativ geredet. Das ist etwas Krasses. Ich habe ja nur gesagt, dass es so ist. Ich habe das nicht gewertet. Also die Person, muss ich sagen jetzt, die Person. Genau, es war eine Frau. Okay. ich wollte dich retten. Aber ich habe das ja nie, ich habe nie nichts gewertet in dem Song. Das ist das Krasse, dass ich ja in dem Song, ich würde mich nie getrauen, zu werten über jemanden, der in dem Dorf bleibt, nur weil er im Turnverein ist. Ich finde, das ist ein Argument zum Bleiben. So, yeah. Aber es ist so krass, wie das dann negativ oder auch positiv aufgefasst worden ist. Also der Hauswart, ist relativ früh zu mir gekommen und hat gesagt, merci vielmals für die spannende Aufmerksamkeit, hure schön und so. Yeah. Und das ist schon noch geil, wie die Leute halt auch das hören, was sie hören wollen. Ja, eins von meinen Lieblingsliedern ist Rollschuh-Disco und das ist auch so ein gesehen, wo viele sich angegriffen gefühlt haben, oder? Ja, voll. Einer von meinen besten Freunden war wirklich so, gewesen, da wo ich finde, alle eure Lieder geil, aber das Lied finde ich richtig scheiße. Und ich verstehe auch warum, aber ich weiss heute auch noch, warum ich das geschrieben habe. Dort ist auch konkret, dass das Piratenschiff von kommt. Ja, logisch. Yeah. Wo jeder weiss, dass Pirates in Wiel ist. Ich rede von den Leuten, die dort hingehen und Party machen. Und so. Und und auch die Leute, die dann eben mit den engen Leggings so halt Rollschuh fahren. Aber ich finde das noch, ich find das noch faszinierend, dass in der Musik nimmt man die Sachen viel wörtlicher und ernster, obwohl ich das Gefühl habe, Musik ist eigentlich, kann man eine bewusste Trennung machen zwischen Privatperson und Musiker.
wo natürlich das eine ins andere hineinspielt, aber es ist ja es ist ein Songtext, also es ist ja nicht alles bare Münze, sondern man nimmt extra für einen Song die Haltung ein und für einen anderen Song dann ein eine andere Haltung. Und ich habe das Gefühl, Menschen nehmen das zum Teil viel zu wörtlich und können nicht trennen. Vielleicht aber auch, weil die Schweiz so klein ist und man die Realness hat. Ich habe das Gefühl, wenn der Dabu einen Song über das Piratenschiff schreibt, wo die Leute dort gehen saufen, dann ist das ein Arsch, weil der hat ja, ja. Der hat ja gesagt, dass er das scheiße findet. Ja. Geht's noch? Ja, das ist schon, also das beschäftigt mich, seit ich Songs schreibe. Weil auch, wo bei einem Autor, das finde ich auch noch krass, oder? Wo bei einem Autor eigentlich alle Leute davon ausgehen, das hat sicher etwas mit seinem Leben zu tun, so grundsätzlich, sonst würde ich nicht über das schreiben, aber der erzählt jetzt einfach eine Geschichte. So. Genau. Yeah. Und so mache ich das auch in Angelina und so mache ich das in vielen von meinen Songs. Und das ist völlig etwas anderes. Die Leute sind, das ist 100%, er erzählt 100% von sich. Yeah, so, yeah. Ich meine, das alles, was er sagt, denkt er in jedem Moment so. Und wenn er «ich» sagt, ist immer er selber gemeint und das ist, wird nicht erwartet. Also, dass du einen Erzähler hast wie in einem Roman. Yeah. Auf die Idee kommen die Leute nicht besonders. Wie heißt der letzte Track für Drinks? Die ganze Nacht? Ja. Die ganze Nacht. Und dort ist die Geschichte, wie du, also eben du, wie der Sänger, Dabu, nochmal zurückgeht zu einer alten Bekanntschaft und nochmal halt eine richtige Nacht. So. Und dann hat mich mal jemand gefragt, gesagt, aber los jetzt mal, der Dabu ist doch in einer Beziehung. Findet ihr das okay? Von was redet ihr jetzt denn? Es wird so direkt reingenommen, so sagen, geht das überhaupt? Kann man so etwas singen, wenn man in einer Beziehung ist? Ja, ja, es kommt ein bisschen darauf an, was du für eine Partnerin hast oder einen Partner. So. Aber jetzt in meinem Fall, ja, sie ist die allerletzte, die mich auf einen Verdacht hat. Das finde ich noch geil. Also, ja. Sie erlebt oft, dass Leute zu ihr kommen und sagen, hast du gehört, was der Dabu da sagt? und sie ist dann oft, dann kommt sie und sagt so, hey, mich hat jemand auf das angesprochen, hat das mit mir zu tun und so. Und das finde ich schon noch faszinierend, weil sie einfach halt mit mir in dieser Beziehung ist. Ja, yeah. Und die Training auch machen kann. Ja, und einfach weiss, wie die Beziehung ist, als einzige Person, die drin ist selber und weiss, wie die ist, schöpft sie keinen Verdacht, glaube ich, erstens. Und zweitens rede ich auch sehr offen mit ihr und sage einfach auch, das ist mein Weg, um von anderen Frauen zu träumen. Fix. Also das ist eine Realität, wo ich auch, ja, also wir sind länger in einer Beziehung und dann reden wir, also wir reden über so Sachen und ja, ich träume wie jede andere Person auch natürlich von anderen Menschen und ich kann das in den Songs hure geil ausleben und ich glaube eher, dass das wäre, wo man müsste lesen in meinen Songs, was auch sehr gefährlich ist eigentlich, dass nämlich viele Sachen sind Träume, wo ich nicht ausleben kann oder wo ich gerne würde ausleben oder sind Sachen, wo ich mir noch vornehme, weißt du, so Sachen, wo dann vorkommen in diesen Songs. Und zum Glück lesen die Leute nicht so. Mhm. Das ist nämlich dann sehr viel Selbstoffenbarung. Viel mehr, als wenn sie denken, ich erlebe das alles. Eigentlich. Ja. Yeah. Yeah. Voll. Weil es eigentlich etwas Persönliches ist. Weil etwas erlebt, hat man halt oft erlebt. Wenn auch immer, wie auch immer. Und das andere sind eigentlich die tiefsten Äußerungen. Das sind eigentlich die tiefsten Wünsche. Oder? Und ich glaube, dass die meisten Menschen bei uns so in Zentraleuropa leben ja, oder in unserer westlichen Welt leben ja irgendwie in einer Beziehung viele Menschen, wo zumindest als so monogam angeschrieben ist. Und darum fühlen die Leute Angelina. Ja. Auch. Weil, also das hat mir Tom Gisler gesagt, so, dir ist schon bewusst, dass wenn du von diesen Träumen singst, dass du Träume bedienst, die alle haben, die in einer Beziehung sind. Ja. Natürlich. Und das war mir so nicht bewusst gewesen. Aber natürlich stimmt das wahrscheinlich. Also, weil das ja den meisten so geht. Ich bin jetzt nicht seit 20 Jahren geraten, aber Leute, die seit 20 Jahren geraten sind, träumen sicher auch von Angelina ab. Und so bin ich hundertprozentig sicher. Ja. Ja, und eben das andere wiederkehrende Thema, das ich schon oft festgestellt habe, weil es wahrscheinlich mich sehr trifft und bei mir sehr resoniert, ist so das Fernweh. Und eben so das Reisefieber. Also. Du gehst ja auch immer, ehrlich. Du gehst ja dann auch auf Amerika das Programm schreiben. Genau.
Genau. Also du kennst das ja. Und das hat bei dir hat im Kleinen angefangen mit dem Dorf, von wegen, eben, ich muss von dort schon weg, aber es ist dann auch zum Beispiel gegangen. Jetzt finde ich immer noch einen wunderschönen Song. Und es zieht sich dann weiter. Bei Sonne bist du eigentlich auch am Reisen. Dort bist du schon unterwegs. Und auch dort hat es noch einen Impuls von, gehen wir jetzt noch weiter und wo geht es überhaupt an? Und wenn du jetzt wir nehmen dich in Zürich auf den Podcast, wenn du jetzt hier in Zürich bist, hast du immer noch Fernweh oder ist das, eben, sind das mehr so innere Wünsche, die du findest, die kann man noch ab und zu äußern, aber eigentlich ist alles gut. Es ist nie alles gut. Also erstens, in mir triggert es einfach etwas. In mir ist, wenn ich Rosmarie und Ilos, ich finde, das ist der Vorbild, einer von diesen Vorbildsongs, das ist von Polo Hofer, Rumpelstilz, yeah, für alle meine Songs. Und wenn ich das los, das triggert einfach etwas, wie er erzählt, dass er auf Paris reist und die Frau kennenlernt, nachher auf Gibraltar und dort ein paar Schuhe kauft. Und mir triggert das viel mehr als einfach, ich bin in Zürich um drei Ecken gelaufen und nachher habe ich eine schöne Frau gesehen. Das interessiert mich nicht. Weißt du, es gibt ja die Zürich Rapper. Am Kiosk. Ja, es gibt auch die Zürich Rapper, die genau das machen. Das finde ich schon geil zum Hören. Aber es triggert in mir triggert es viel stärker auf das, ich hau jetzt ab. Das, ich gehe so, und das ist auch ein Standardwitz in meiner Beziehung, so, wo ich zu meiner Freundin sage, ich gehe jetzt gut Ziggis kaufen, tschüss. So, obwohl ich nicht mal rauche, weißt, aber das ist so ein Standardwitz, wo ich irgendwie lustig finde, weil das eine mega Sehnsucht ist, wo ich mir ab und zu erfülle, wo ich sage, ich gehe jetzt einen Monat allein irgendwo her oder zwei Monate allein irgendwo her, jetzt auch ohne sie oder ohne Freunde oder so, um das wieder zu spüren. Ich finde einfach, man spürt sich selber auch, wenn man unterwegs ist und man lernt einfach, ich lerne extrem viel über das Leben. Ja, und eben, du gehst auch irgendwie auf Amerika, um dein Programm zu schreiben, weil es einfach etwas verändert. Warum auch immer. Es ist irgendwie, ich glaube, die Bequemlichkeit ist, das habe ich auch letztens gelesen, ist der Find von der Erkenntnis. So. Yeah, yeah. Und ich glaube, das trifft einfach zu. Es ist für ganz vieles so. Man muss, um sich selber wieder richtig lesen, also ich muss weg die ganze Zeit. Und ich bin jetzt zwei Reisen am Planen für nächstes und für übernächstes Jahr. Weil ich so finde, es ist wieder Zeit, um das zu machen. Und das Musik kommt noch dazu. Dann träume ich immer noch von einer Welttournee, eigentlich. Gut, mit Mundart-Text. Wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen. Yeah. So. Aber ich streite die ganze Zeit mit meinem Management und sage, ich will jetzt auf Deutschland spielen. Ist doch egal, verstehen die uns nicht, ich will jetzt das machen. Yeah. Also das kommt noch dazu. Oder? Also ich glaube, das ist einfach so das Grundelement von dieser Schweizer Musik, auch, die ich gerne habe und wo ich als Kind gehört habe. Eben Rosmarie und ich kenne ich, seit ich 9 bin, den Song. Und das ist einfach so das Grundelement, das mich extrem prägt und das extrem wichtig ist. Ja, und ich glaube auch dort, und dort sehe ich wahnsinnige Parallelen, weil der Künstler muss ja auch zum Sachen erschaffen, muss er ein bisschen aus seiner Komfortzone raus. Und die Leute haben das Gefühl, Reisen ist dann, das ist nur Komfort, aber es ist ja eigentlich das Gegenteil, weil du bist an einem Ort, wo du nicht vertraut bist mit der Umgebung. Du musst raus, du weißt nicht, wo du jetzt, es klingt so blöd, es ist nicht, dass du vom Hunger bist, aber du weißt nicht, wo du das nächste Essen herkriegst und vor allem, wie das schmecken wird. Weil wenn du oft bei dir daheim bist und in deinem Umfeld, dann kannst du genau sagen, ich weiss, die Pizzanummer ist die beste, ich weiss, dort gibt es das geilste Sushi. Mal nur aufs Essen bezogen. Und dort musst du dann wirklich so, gehen wir mal da rein. Und in meinem Fall hast du dann irgendeine Lebensmittelvergiftung oder was es auch immer gesehen ist. Und dort kommst du an andere Grenzen. Irgendwann, ich nenne es nicht Langweil, sondern eben Selbstbeschäftigung. Irgendwann kommst du auch an einen Punkt, wo du sagst, was mache ich heute eigentlich? Ja. Und das löst ja dann wieder ganz viel aus. Oder? Der tut einem dann auch extrem viel kreieren lassen. Ja, oder ich bin dann wirklich, wenn ich mehrere Tage allein bin an einem Ort, so, dann passieren Sachen, die auch nicht nur angenehm sind. Oder? Genau. Darum habe ich mich extrem in die Geschichte, die du erzählt hast, am Ende der letzten Show, so, du bist allein hure lang und dann passiert das mit dem Auto, habe ich das extrem gut nachvollziehen, weil das sind Sachen, die nicht passieren in unserer Ablenkung da. Und es ist einfach so, selbst wenn du im Ausland bist und du bist die ganze Zeit gleich noch, ich bin dann manchmal auch noch offline zusätzlich, dann wird es richtig garstig so.
Aber selbst wenn du noch online bist und du bist an einem anderen Ort, es passieren einfach Sachen. Und wenn du allein bist, passieren Sachen. Und ich glaube nicht, dass so Herr und Frau Müller sich dem aussetzen müssen. Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Künstler, sich dem auszusetzen. Mhm. Und über das zu erzählen. Das wird es geben. Ja, weil das eine Sehnsucht ist, die viele Leute haben. Aber die Leute, die halt müssen bügeln, um ihre Familie ernähren, nicht können ausleben. Mhm. Logischerweise. Und ich glaube, das war schon immer eine Aufgabe von Künstlern, um in der Welt herumzuziehen und andere Sachen zu sehen und den Leuten von dem zu erzählen, um das da herzuholen. Mhm. Und ich glaube, das ist voll wichtig. Und was du mir eins von den letzten Mal erzählt hast, ist, dir sind. Und also das hat mir auch mitgekriegt, wir sind in Toskana, um das Album quasi zu erarbeiten. Und du hast mir dann einen spannenden Satz gesagt. Du hast gesagt, weißt, ich muss in die Sonne, weil Balladen könnte ich jeden Tag schreiben. aber so Happy Songs, das brauchst du auch noch dann so Einflüsse, oder? Ja, aber das Leben hat uns dann schon einfach wieder gegeben, was es halt einem gibt. Also, okay. Der Plan war, wirklich ein fröhliches Album zu machen, ein tanzbares Album zu machen. Und ich komme lassen, in Toskana gehen. Und dann ich habe natürlich gespürt, okay, wahrscheinlich auch wieder gespürt, es muss wahrscheinlich noch mehr rein. Mhm. Und dann gesagt, lass uns in das Haus gehen, wo meine Großeltern drin gewohnt haben. Meine Großeltern haben in der Toskana gewohnt, nach der Pensionierung von meinem Großvater. Für 12 Jahre oder so. Und ich bin immer dort in die Ferien. Und das Haus gehört immer noch einem Schweizer. Und ich habe herausgefunden, wem das gehört, lass uns dort hingehen. Es war viel Arbeit gesehen, schon, ne? Ja, schon noch. Aber ja, wir sind dort her und es ist ein wunderschöner Ort in der Toskana. Und aber natürlich, wenn die Kindheitserinnerungen kommen rauf. Und ich habe in dem Bett gepennt, wo meine Großeltern sonst gepennt haben. So, in dem Zimmer, wo ich als Kind nie drin schlafen durfte. Aber jetzt habe ich in dem Bett schlafen. Krass. Und in dieser Woche. Ist die Nachricht aus der Schweiz, dass ein Freund von mir sich das Leben genommen hat. Erstens und zweitens ist mein Großvater in der Schweiz verstorben in dieser Woche. Und das war wieder so, Tabu, du kannst nicht weg von dieser Melancholie. Das ist einfach nicht vorgesehen für dein Leben, sondern vorgesehen für mein Leben, habe ich wie gemerkt, ist, mich dem hinzugeben und dann schon zu schauen, dass es noch fröhliche Songs gibt. Aber ich glaube, ich kann das transportieren und ich glaube, ich muss diesen Weg halt gehen. Und das ist, aber es war krass. Es war wirklich so eine Ohrfeige. So eine Woche in der Sonne, bestes Essen, alles und dann passieren halt diese Sachen. Oder? Ja, ja. Und das mit dem Großvater ist natürlich dann noch so, okay, also weißt du, es ist ihm schon lange schlecht gegangen. Man wusste, er wird nächstens sterben, aber dass er genau am letzten Tag von dieser Woche, wo wir in seinem Haus verbringen, ehemaligen Haus, logisch. Ja. Ist mir schon noch eingefahren. So. Und es war aber schön mit dem Arzt, mit Gianluca, mit dem Steve, dem Fotograf, dort zu sein. Und die haben das auch geil aufgefangen alles. Es war eine sehr schöne Woche. Eine von den intensivsten in meinem Leben, glaube ich, was so Freundschaft angeht. Und am letzten Tag sind wir wirklich noch dann in die nächste Stadt und haben auf die Leute noch irgendwie den Schnaps trinken. Und es war wirklich sehr schön. Aber ja, und darum ist jetzt auch, sind jetzt auch die 12 Songs nicht einfach Happy und Lou Bega. Sondern ist es halt wieder aus dem Leben. Und das ist etwas, was ich gelernt habe. So. Ja, das ist ja auch das Wichtige, dass man kann sich immer ein Ziel setzen. Habe ich logischerweise auch gemacht mit dem letzten Programm. Und die Realität entscheidet dann aber immer noch, wie fest du das Ziel erreichst. Und nach außen wirkt es dann eben so: Wir gehen in Toskana, Sonnenschein, hey, auf der Woche lang irgendwie Limoncello saufen und Party und dann haben wir 12 poppige Lou Bega Songs im Gepäck. aber wie du gerade gesagt hast, man kann gar nicht weg von dem. Das ist ja dann wirklich egal, wo du bist. Du kannst in Australien hocken, du kannst irgendwo sein. Und das ist auch das gesehen, wo bei meinem letzten Programm die Schlussnummer kreiert hat. Dass ja eigentlich bin ich noch immer völlig anders, aber meine Probleme Die sind bei mir und die sind mit mir. Oder? Und das finde ich, schon einen spannenden Punkt. Und bei dir sehe ich das halt auch extrem stark, weil ich denke immer so, ich kenne ein paar Leute aus dem Musikbusiness, ein paar bessere, ein paar weniger. Und es gibt so zwei, drei, die so richtig real sind für mich. Und da gehörst du dazu, da gehört sich auch ein Baschi dazu und so Menschen. Aber bei dir, ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte erzähle, ich gebe dir ein Stichwort, dann kannst du entscheiden.
es war mal, und das ist wirklich Jahre her, wir sind mal am St. Gallen Open Air gesehen. Also die haben gespielt und dann haben wir uns noch gesehen. Und dort haben die noch, also das ist noch vor vorn, vor Angelina ja, sowieso, dem, Disco Titanic. Dem kleinen Teil gespielt. In so einem Chesterfield-Zelt, irgend sowas. Voll, ja, bei 150 Grad gefühlt. 150 Grad und vor allem, die haben 4 Stunden gespielt an einem Tag. Irgendwie so, ja. Wirklich 2 Sets ja. Und auf eine Party und ich habe es riesig gefunden. Und dann sind wir nachher irgendein anderes Konzert zusammen geschaut und dann hast du mir eine Geschichte erzählt von einer Auftragsarbeit, die du fast hattet. Ist geil, ja. Ja. Eben, ich weiß nicht, ob ich dir erzählen darf. Doch. Ja. Also, was ist gesehen für SRF Super League? Ja. Hat es ja irgendwie so Opener- und Closer-Songs ja, genau. Gegeben. Und das ist dann gesehen, irgendeine Rockband. Ich weiß nicht mal mehr, wie sie heißen. Weil der Song weiß ich noch. Da ist we are all that you need. We are all, yes indeed. Und da war einmal die Idee gesehen, dass die den Opener und Closer machen. Und irgendwie sind wir recht weit gekommen. Und dann hat es irgendwie geheißen, noch ein bisschen poppiger, noch ein bisschen mehr eben massentauglich für halt, weil es ist Fernsehen und es ist ein Open und Closer, wo dann bei jedem Fußballmatch immer läuft. Und das muss natürlich stimmen. Und danach haben die gesagt, dann geht es nicht. Und das hat bis heute irgendwie noch so für mich wahnsinnig Respekt, weil ich so finde, ja, das ist, so sollte man es machen. Ja, das ist schön, dass du das sagst. Weil das, wir können es auch nicht. Also es hilft, dass wir es nicht können. Also wir sind super schlechte Auftragsarbeiter eigentlich. Und ja, wenn ich mich. Das ist auch irgendwie. Es gibt Sachen, die man dann macht, wo auch von außen das Feedback kommt. Also zum Beispiel so der Bühne Huber ist jemand, wo dann plötzlich das Feedback gibt. Jetzt gerade letztens ist das passiert und sagt: Bist du sicher, wenn wir das machen? So. Mhm. Und das finde ich schon noch interessant, weil ich glaube, langfristig hätte uns das zum Beispiel auch nichts gebracht. Ich bin sogar recht fest überzeugt. Ich glaube, wir hätten von vorne geschrieben und wir hätten Angelina geschrieben, es wäre alles anders gekommen, wenn wir das gemacht hätten. Und ich glaube, dass wir das gespürt haben. So, es gibt noch, wir hätten einmal müssen einen Jeder Appenzell-Song machen, sind wir auch gescheitert. Mhm. Und der Papa Moll-Song, der auch ein Auftragsarbeit war, war eine der strengsten Produktionen in meinem Leben. Es war wahrscheinlich die strengste. Also jetzt haben wir es gerade noch irgendwie reingebogen. Aber wir sind sehr schlecht in dem. Und das bewahrt uns hoffentlich auch davon, dann einen Coca-Cola-Werbespot zu machen oder sonst irgendetwas zu machen, wie wir es einfach nicht können. Auch. Und in dem Sinn, ich freue mich natürlich über das Kompliment for real, aber in dem Sinn ist es auch, ja. Es geht halt nur, wenn es von innen kommt. Oder? Das ist schon noch. Also jetzt zum Beispiel Lied von der aktuellen Platte ist das Beispiel, wo so halb von außen kam. Ich hatte den Refrain und der Refrain ist für mich sehr ernst. Also extrem ernst. Es ist echt so, mir geht es so beschissen, nicht mal mit Musik nützt irgendetwas in meinem Leben. Was zählst du als Refrain? Weil es ist also ich will das Lied, das mir gut tut, das Lied, das mich heilt. So. Und das ist wirklich in dem Moment, wo ich den geschrieben habe, war es so, ist nicht jetzt geil in meinem Leben. So, darum ist das auch dort entstanden. Weil die Musik ist für mich sicher. Also wenn ich Musik mache oder Musik höre, dann fühle ich mich immer einigermaßen gut. Und in dem Moment hat das nicht mehr genützt. Und der Refrain hatte durch das eine gewisse Kraft gehabt und ist dann wie so von außen vom Management so, wow, das ist ein Hit. Machen aus dem einen Song. Und das war sehr, sehr schwierig. Also wir haben an dem wahrscheinlich 100-mal mehr Zeit verbrötelt als an Jacke, wo einfach ein Song war, der aus mir rausgesprudelt ist. So. Einfach halt Sommer oben, Gitarre, ja, einfach bumm. Ja. Und ich glaube, das ist einfach eine Realität bei uns. Oder bei mir. Ich meine, Gianluca ist anders. Natürlich der Gianluca, der mit uns arbeitet, der kann das. Weil das ist auch sein Job. Er ist ja Komponist und Arrangeur und Bassist. Und aber Arz und ich sind, glaube ich, so. Ja, entweder ist es halt real und sprudelt irgendwie raus. Oder sonst wird es sehr aufwendig und kompliziert. Und ja, und ich glaube, das ist eine Realität. Und darum schätze ich umso mehr. Und ich fühle mich so, eben, ich habe das im letzten Podcast, habe ich es im Cenk gesagt, ich bin so ein Mensch, ich habe immer ein schlechtes Gewissen wegen allem. Und ich fühle mich so für immer und ewig in deiner, respektive eurer Schuld, dass die für mein letztes Programm einen Titelsong geschrieben haben, der nie released worden ist, wo
eben quasi eine Auftragsarbeit war, aber weil ich auch schon die Geschichte kennt, habe ich gewusst, eine meiner Lieblingsbands ever auf der Welt macht einen Song für mich. Ich würde mich hüten, dort irgendwie reinzuschwätzen und sagen, nein, das muss so sein und das muss so. Sondern ich weiß nicht wieso, aber das ist so magisch gesehen, dass ich träume, dass ich mit dir gehe spazieren und dich frage, willst du meinen Titelsong schreiben? Und du findest so, ja, wieso nicht? Ja, ist noch geil. Und ich erzähle dir das dann und am Anfang bist du eben so ein bisschen gesagt, weiß nicht. Und dann habe ich dir erklärt, wirklich, ich würde keine Sekunde reinschwätzen. Und das Faszinierende ist dann gesehen, dass der, der rausgekommen ist, der Song, dass der wahrscheinlich wirklich zu 100% mit meinen Erwartungen deckungsgleich war. Weil einfach du irgendwie gespürt hast, wie ich das Programm sehe und welche Richtung das geht. Und das richtig aufgenommen hast. Und das finde ich faszinierend, dass, wenn wir es Auftragsarbeit nennen, dass einfach durch Impuls dann das Ergebnis tatsächlich so wird, wie man es sich wünscht. Und ja. Wahrscheinlich viel mehr, als wenn ich gesagt hätte, weißt du, ich stelle mir vor, es ist so, jetzt Bruno Mars, es ist jetzt das, tak, 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 irgendwie der Text könnte so sein. Dann wärst du wahrscheinlich komplett abgelöscht gewesen und hast gesagt, vergiss es. Ja. Nein. Aber ich kann das kann ich schon, oder? Wenn mit jemand das Stichwort war ja dann Halbidiot. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss schnell überlegen. Aber wo das bei mir dann die Idee da war, wie kann ich das Thema so verpacken, dass es etwas mit meinem Leben zu tun hat, das kann ich schon. Mhm. Und dann habe ich auch von dir Rückenwind gespürt. Und mein Vater hat mal im einzigen Interview, wo ich mit meinem Vater, also wo jemand mit meinem Vater geführt hat, mal für eine Diplomarbeit über mich, ist er mit meinem Vater geredet, sagt mein Vater, er ist wie ein Segelschiff. Er muss Rückenwind haben, damit man ihn lenken kann. Und das ist so, wo mein Vater das gesagt hat. Also ich habe das erst im Nachhinein gehört, ich bin nicht dabei bei dem Interview, aber es war so, das trifft es sehr gut. Und in dem Moment habe ich von dir Rückenwind gespürt. Ich habe gespürt, du bist gerade auf den ersten Entwurf, gerade so, das ist geil mit dem Klavier und so. Und dann ist eigentlich, dann läuft es bei mir. Mhm. Und das ist immer so. Aber wenn ich keinen Rückenwind habe, dann wird's schwierig. Also ich brauche sehr viel Liebe. Also es klingt sehr dumm, aber es ist so. Ich brauche auch vom Arzt und vom Gianluca und vom Management, die müssen auch mir die Liebe geben und sagen, das ist einfach voll gut, was du machst. Weißt du, das ist so dumm, aber so, wow, shit, das ist jetzt. Oder irgendwie Gianluca sagt, ja, doch, das ist ein Wurf. Und dann mit so etwas zehre ich dann so lange über, also jetzt war es bei Berlin, beim ersten Entwurf, doch, da ist ein Wurf. Dann mache ich den ganzen Song fertig, ohne Problem. Mhm. Weißt du, mit der Energie, der Schub, der mir das gibt. Und das habe ich dort einfach auch gespürt bei dir. So, ey, es ist geil, es ist cool, macht Freude, geil, los, schicken. Yeah. Und es ist auch im perfekten Moment gekommen. Der erste Entwurf ist wirklich, ich hocke irgendwie in Schottland und bin irgendwie am Schreiben und es pisst draußen. Und dann irgendwann sehe ich so Mail, Dabu, Blum, draufgedruckt und es ist wirklich gerade so, oh mein Gott, yes. Und gerade so visuell gesehen, wenn ich auf die Bühne komme zu diesem Lied und alles. Also eben. Ich habe aber auch schlechtes Gewissen. Wieso? Weil wir nicht richtig fertig gemacht haben, den Song. Also ich habe genau gleich ein schlechtes Gewissen, weil ich so finde, wow, wir hätten es noch ein bisschen so geiler machen können, noch das und noch das. Ja, und das so. Hast du das Gefühl. Aber und wir hätten noch rausgeben können. Und so, weißt du, so. Nein, aber ich denke so, weißt du, ich überlege, du bist in so vielen Shows von mir schon auftreten. Du hast für mich einen Song geschrieben, ich kann es nicht anders bezeichnen. Und ich denke so, was habe ich jemals für euch gemacht? Das ist doch egal. Ja, aber ich. Also, so, man darf das ja nie so. Also, ich einmal gesehen, das nie so technisch, wenn ich Sachen mache für Leute. Es geht auch nicht ums Technische, aber es geht darum, ich würde ja gerne. Und darum habe ich dann so ein schlechtes Gewissen, weil ich so denke, fuck, das ist so ein guter Typ, der gibt und gibt. Ja, aber das kommt ja dann auch zu. Irgendwann komme ich dann auch zu dir und sage, hey, Joel, ich habe geträumt. Ich habe geträumt, dass du das und das machst. Wärst du ready? Ich bin sicher, der Moment kommt. Es ist mega geil. Und ich habe jetzt irgendwie in einem Beispiel von unserer Produktion das jetzt miterlebt mit dem Stefan Eicher. Wir haben einen Song gemacht für den Stefan Eicher, sein letztes Album, für das mit dem Martin Sutter. Also wir haben erst mit einem Entwurf und wir haben einen ganzen Beat und rundum und alles gemacht.
Und am Schluss ist er auch natürlich dann mit schlechtem Gewissen zu uns gekommen und gesagt, ich habe mich jetzt doch für die akustische Produktion entschieden und so, es tut mir leid und alles. Mm. Und dann ist auch nur noch ein bisschen Stimme von mir drin geblieben und sonst nicht mehr. Und dann haben wir Schlaf ausgeschrieben, den Song, und gemerkt, okay, der letzte Vers muss der Stefan Eicher singen. Mhm. Weil das macht das Kirchen Song so geil, wenn er das singt. Und dann habe ich auch so gemerkt, es ist ja hure geil, dann den Moment ihm anzuläuten oder ein Mail zu schreiben und zu sagen, hättest du Bock, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen muss, um einen Gefallen von immer bitten. Und ich glaube, so ist es im Leben. Also der Moment wird sicher kommen. Ich bin bereit. Wo ich dir, aber vielleicht auch nicht, vielleicht langt es auch, dann habe ich bei dir nach der Basel-Shows irgendwie mit dir noch ein Käsekuchen essen. Und irgendwie, ja, ich habe dort noch nie etwas zahlt an diesen Afterpartys und so. Vielleicht ist das auch die Gegenleistung, ich weiß es nicht. Das ist eine kleine Gegenleistung. Wie auch immer. Vor allem auch dort hast du noch gegeben. Das ist meine Lieblingsgeschichte von dir, sind wir ehrlich. Und was ist das her? 6 Jahre, 7 Jahre, 2013. Haben wir die letzte Primetime-Show gemacht, wenn ich noch die Late-Night-Show gemacht habe in Basel. Die sind gekommen, wieder mal. Die sind schon mal auftreten. Dort haben wir uns auch kennengelernt eigentlich. Und nachher sind wir noch in meinem Stammbeiz, in Bodega, und sind bis um 5 Uhr morgens sicher dort gesehen. Und dann ist der Moment gesehen, wo ich eben völlig nachvollziehen konnte, wo irgendwie, du hast die Gitarre eh dabei gehabt, weil das sind ja vorher auftreten. Und dann hast du gesagt, oder habe ich dich gefragt, habe ich gesagt, singst du noch eins oder spielst du noch eins? Und dann hast du gesagt, irgendwie wollte ich, aber irgendwie wollte ich ja nicht. Weißt du, was ich meine? Und ich habe es genau verstanden, dass man will ja dann nicht anstehen und sagen, hey, ich singe jetzt noch einen für euch. sondern man muss quasi dazu aufgefordert werden, damit man nicht das Gefühl gibt, ich stelle mich in den Vordergrund. Oder? Danach habe ich in meinen 2,5 Promille genau gewusst, was machen. Und so gefunden, also dann stand ich jetzt dort schnell auf, irgendwie auf den Tisch und sage schnell, hey, los schnell zu, ich fände es mega toll, wenn der Dabu noch ein Lied spielt. So. Und danach, ich habe also 2-3 kleine Aufnahmen davon von Menschen, die irgendwie halt dann gefilmt haben. Und es ist so schön gewesen, weil du irgendwie am Anfang noch sagst, das spiele ich jetzt nur für den Joel. Und danach hast du «Mein Ort» gespielt. Und alle zugelost und also ein bisschen mitgesungen und so. Es war wunderschön gewesen. Und danach haben die Leute geklatscht, du hast deine Gitarre genommen und bist aus dem Restaurant gelaufen und du bist nicht mehr zurückgekommen. Und es war so geil gewesen, wie ich von habe. Besser kann man es nicht machen. Besser kannst du es nicht machen. Aber das spricht auch für meine 2,5 Promille. Also ich glaube, ich bin ähnlich, weil das ist schon recht radikal und so bin ich eigentlich nicht drauf. Nein, aber du hast mir dann später mal gesagt, wo du rausgelaufen bist, hast du gemerkt, es gibt jetzt wirklich keinen Grund, nochmal zurückzukommen, weil du würdest ja eigentlich den Moment kaputt machen. Ich habe das so gut verstanden, weil es ist einfach, durch das ist es einfach so viel epischer geworden. Es ist einfach so geil, Leute. Geil. Ah, und für das eben auch, für das ewig dankbar. Und ich schließe jetzt ab, bevor wir wirklich abschließen. Wie lange haben wir schon gemacht? Ja. 4 Stunden. Also möchte ich noch schnell auf etwas kommen. Nämlich, wir haben jetzt immer vom Album geredet. Aber die Kommunikation und die Art und Weise, wie das jetzt gegangen ist, ist ja eigentlich kein Album gesehen. Sondern, ich sage jetzt mal, ein bisschen moderner. Wo auch dort sehe ich so ein bisschen Parallelen. Das ist das Buch dazu, was dann geben wird. Mhm. Mega geil. Also «Schlaf aus» heisst das Album. Und da hinten wird es schon aufgezeigt. Das habe ich gerade gesehen. Das sind 3 EPs gesehen und dann das Album, das im Februar kommt. Und du hast mir mal erzählt, dass das jetzt der Plan ist, dass du das so machen willst. Auch sehr bewusst, weil die heutige Zeit sich so entwickelt, dass die Menschen nicht mehr auf ein Album warten und sich ein Album geben, sondern eigentlich konstant auf den Streaming-Plattformen mit einfach neuem Zeugs berieselt werden. Also erster Grund ist natürlich das, aber der noch wichtiger Grund ist eigentlich einfach gewesen, ich habe dann so gedacht, okay, jetzt geht es wieder von vorne los, wie bei «Hallo Hund» und wie bei «Drinks», unsere 2 Major-Alben vorher. Genau gleiche Geschichte, nachher gehst du auf Promo, 2 Wochen, nachher passiert das, nachher passiert das und nachher ist nach zwei Monaten spätestens, das ist passé, interessiert kein Mensch mit das Album, vielleicht bringst du noch eine Single, die noch ein bisschen Erfolg hat, aber eigentlich ist es egal.
Und habe einfach so gespürt, wow, nein, ich habe keinen Bock auf das. Und das nochmal genau gleich. Das ist etwas, was mich immer anschießt. Also ich bin zum Beispiel auch jetzt am Hirn darüber, wie machen wir die nächste Produktion, dass sie wirklich völlig anders wird sein. Wieder. Also um mich halt auch wieder herauszufordern. Und dann habe ich gesagt, nein, auf das habe ich keinen Bock. Und dann ist es natürlich so, dass 2019 die Menschen, was Musik angeht, live sehr eine hohe Aufmerksamkeitsspanne haben, aber wenn sie die Hause hören, nicht mehr wirklich. Also die meisten Leute hören halt Playlists oder hören am Release-Tag, was neu rausgekommen ist und picken sich die Sachen, was wollen die, ihre Lieblingsplaylist und so. Und nicht mehr, ich höre das Album, logisch, in voller Länge und so. Und auch, es kommt jeden Freitag so viel Shit raus. Also Shit meine ich einfach Zeug, nicht jetzt schlechtes Zeug, aber einfach Zeug. Auch gutes Zeug, ja. Dass die Menschen auch nicht mehr nachkommen. So. Und in dem Sinn wird ja auch das Kuratoren-Ding wird wieder viel wichtiger, glaube ich. Also Leute, die den Menschen sagen, was sie hören müssen, weil es einfach zu viel gibt. Ja. Und in dem Zug haben wir uns entschieden, lass uns doch einfach die Leute länger begleiten, als nur, wenn du ein Album rausgibst, eben ist es gerade vorbei. Lass uns die Leute über ein Jahr begleiten. Lass ihnen über ein Jahr regelmäßig neue Musik geben. In gut verdaubaren Häppchen. So, jetzt nicht das mega Nachtessen, aber so Häppchen an je drei Songs. Und das hat sich vor allem gerade beim ersten, also mega, mega krass beim ersten Teil, der im letzten Februar rausgekommen ist, bei Frisches Mai, gerade irgendwie bewahrheitet, dass wir auf alle drei Songs heavy Reaktionen bekommen haben. Also nicht nur jetzt auf die Single Frisches Mai, sondern auch auf Video und Berlin, die dort drauf waren, einfach von huren vielen Leuten Reaktionen. Yeah. Und dann ist mir aufgefallen, so, also, dass sich das halt bewahrheitet hat, dass die Leute das auch handeln können. Drei Songs können sie halt handeln, zum Hören. Und auch jetzt wieder bei der dritten EP bei Jacke ist so, auf wem er geht, habe ich gleich viele Reaktionen wie auf Jacke. Also das heisst, die Leute hören die drei Songs. Und wahrscheinlich mehr, als wenn du jetzt eben ein Album rausbringst, würde ein Song nicht bewusst gelost werden. Also früher habe ich halt selber auch, dann bin ich halt in den CD-Laden mit 13 und habe 30 Stutz ausgegeben, was viel Geld war. Ja. Und dann habe ich das Album halt tot gelassen. Und es gibt zum Beispiel bei Fanta 4, so Tag am Meer, ist für mich ein Beispiel, das auf dem dritten Fanta 4-Album, vierte Dimension, war. Das Album habe ich sicher nicht wegen dem Song gekauft. Habe ich damals gar nicht geil gefunden. Aber ich habe das Album halt so viel Mühe hören, weil ich halt, jetzt habe ich die 30 Stutz ausgegeben. Ja, ja. So, dass irgendwann Tag am Meer so, wow, das ist die eigentliche Perle auf dem Album. Und das passiert einfach heute nicht mehr. Ja. Das passiert halt nicht mehr. Das habe ich mit Jamiroquai, A Funk Odyssey. Hat irgendwie zwei effektive Hits drauf. Und dann hat irgendwann merkst du, oh, Track 7, Track 8. Boah, wie du halt wirklich das ganze Album gelost hast. Ja. Genau. Und das hat es früher gegeben und das gibt es heute seltener. Und darum war es, glaube ich, cool gewesen, zu sagen, wir machen das so in diesen kleinen Häppchen. Und haben aber auch gemerkt. Hallo Hund. Haben aber auch gemerkt, dass sehr viele Leute im Fall enttäuscht waren, sind, auch da wieder, zu enttäuschen von dieser Taktik, weil sie dann doch eigentlich gern, also wir haben von Drinks irgendwie 2.500 physische Exemplare verkauft. Und was massiv ist in der heutigen Zeit. Das ist doch extrem viel und seitdem ist schon wieder viel Zeit vergangen, aber es gibt sicher noch 1.500 Leute, keine Ahnung, die es immer noch gerne physisch hätten, weil sie das im Auto haben oder weil sie noch gar kein Spotify haben oder weil sie sich eh der Cloud verweigern und lieber so. Ich bin ein Vinyl-Typ. Oder Vinyl, ja, das, also Vinyl verkauft mir an den Konzerten mega gut, oder? Das haben wir schon auch festgestellt, dass die Leute dann schon noch nicht alle ready sind und noch selbst in dieser Bubble, wo wir drin sind, noch nicht alle ready sind. Und ich stelle mir vor, jetzt jemand, der im Emmental wohnt, also ich schätze Emmental, ich meine es nicht abwertend, aber der einfach noch in einer anderen Bubble ist, als ich jetzt bin, ja, wo vielleicht scheiße auf Spotify, weißt du? Yeah. Was soll ich mit Spotify? Ich wollte CD für mein Auto und so. Die haben vielleicht noch nicht mal mitgeschnitten, dass wir Musik rausgeben. Oder? Das ist sehr gut möglich, weil das einfach nicht, wenn keine CD da ist, das nicht in ihrem Ding ist. Und darum ist jetzt gut, kommt dann auch noch irgendwann ein Album. Aber es ist schon sehr spannend, Jahr jetzt so mit diesen Sachen, sehr intensiv auch, weil sich die ganze Promo quasi dann auf ein Jahr ausdehnt. Nicht gleich intensiv, aber schon. Aber in dem Sinn muss man sagen, es funktioniert. Also es ist wie so
Streaming-Zahlen und Aufmerksamkeitszahlen auf den sozialen Medien, was ja heute sehr wichtig ist, die sind dann bei jedem Release gehen die Huren auf. Also in dem Sinne funktioniert das. An den Konzerten scheint es auch zu funktionieren, die Leute kennen die Musik. Mhm. Also vielleicht ist das ein Modell, das andere Künstler auch werden brauchen in Zukunft. Ja, ja, und ich habe das Gefühl gehabt, wo ich die einzelnen EPs gehört habe, ist es auch sehr bewusst auf die Jahreszeit angepasst gesehen. Also wenn du irgendwie Lied und solange es noch lebt, im Mai rausbringst, ist ja ganz klar, dass der Sommer durch dann einen happy Sound wirst hören. Und hingegen jetzt auf den Herbst, Jacke ist ein feiner, auch nicht mega bombastisch produzierter Song, der super in den Herbst passt. Was haben wir jetzt heute? Vielleicht 16 Grad. Das ist ein schöner, sonniger Herbsttag, wo aber trotzdem schon Blätter am Boden liegen. Und findest, das ist ein guter Song im Ohr für die Zeit. Ja, das ist fast das Lustigste von allem, oder? Ja. Also wenn du dir vorstellst, du willst für drei Programme gleichzeitig alles schreiben. Ich bin ja ein bisschen in dem Rhythmus. Und sagst dann, okay, wie du es kompilieren? Also was tue ich wo, was passt zu was? Das war sehr geil gewesen, so. Sehr, sehr lustig gewesen. Und ja, natürlich kann man dann Sachen machen, die man früher nicht können. Also man kann dann plötzlich sagen, okay, wir machen den Herbst-EP. Also das alles Cloud ist eh ein herbstlicher Song, nur schon wegen dem Cloud und so dem Nebligen. Und wenn man geht, ist einfach sehr ein trauriger Song. Aber das ist schon geil. Und es gibt dann plötzlich auch, ich glaube, es gibt dann plötzlich auch für die einzelnen Songs einen anderen Glanz. Ja. Weil du halt kannst recht genau rausgeben, wenn es halt passt. Mhm. So. Voll. Aber ja, ich bin immer noch Album-Fan am Schluss. Also. Ja, früher hast du halt ein Album schon gehabt und hast dann entschieden, im Herbst bringen wir diese Single, dann bringen wir diese Single, weil nur Menschen, die das Album gekauft haben, haben das Album können hören. Genau. Aber wenn du jetzt halt ein Album mit irgendwie 12, 15 Tracks releasest, dann kannst du alle die Songs an diesem Tag hören. Und dann ist natürlich der Effekt von im Herbst eben, kommt jetzt der Herbst-Song, der ist einfach nicht mehr rum. Voll. Aber es ist geil. Also es ist eine sehr geile Erfahrung, das so zu machen. Mhm. Und jetzt bist du aber schon am nächsten und wirst es wahrscheinlich anders machen. Ja, ich mache immer alles anders. Das ist ganz grundsätzlich. Aber jetzt, wir haben schon keinen Stress. Also wir haben einen 2-Jahres-Plan gehabt, fürs 19. bis 20. Was passiert wann? Wann spielen wir welche Konzerte? Wann spielen wir Tour? Wann spielen wir Festivals? Wann kommt was raus? Und so. Das heisst, ich bin eigentlich bis Ende 20 bin ich versorgt. Ja. Mit Plan. Aber natürlich muss man vorausdenken, während man ja am Performen ist mit dem einen Programm, muss man quasi das nächste Programm schon im Hinterkopf haben, was auch ein bisschen anschiesst, darum mache ich es nicht so fest. Im Moment mache ich viele Experimente, musikalische Sachen, die ich sonst nicht mache und so. So ein bisschen Freizeit genießen. Du bist zwar in Promophase, aber ja, kommt ja das Album erst noch. Voll und freien Kopf bekommen und mache auch viel anderes Zeug. Bin in Deutschland noch am Schreiben zum Teil und bin sonst in der Schweiz für Leute um Sachen schreiben. Also auch anderes Zeug machen. Das finde ich auch sehr geil und ist gerade sehr erfrischend. Ich probier, läuft in Berlin? Schon noch, jetzt das Jahr schon ein paar Mal gewesen, ja. Schon noch. Ja, wir haben wieder das Producer-Duo, oder die zwei, der Arne und der Jos, wo du ja auch schon für das Album aufgenommen hast. Genau, die haben schon Drinks gemischt, Softdrinks haben sie gemischt und jetzt bei dem Album sind sie als Co-Producer dabei gewesen und haben es auch gemischt. Und natürlich im Laufe der Produktion sind wir viel da oben gewesen und jetzt habe ich wie weiter noch mit ihnen geschafft, also für andere Projekte. Ist aber auch noch interessant, so, sie sind jetzt so gewesen, ja, wir würden dich gerne dazuholen für ein paar Sachen als Texter, weil du mit dem helvetischen Einschlag quasi völlig andere Optik hast als die Standard deutsche Songwriter, wo halt alle Mark Forster und Burani Hits geschrieben haben, was es gibt. Es ist doch spannend mal mit einem neuen Gesichtspunkt. So. Und es ist auch super geil, nachher bin ich dort am Schreiben, mache ich viele Fehler. Yeah. Also Helvetismus einfach. Yeah, und dann so, Drop, wow, ich habe den Reim super geil. Und dann so,
Das sagt man hier nicht. Ja. Ah, okay, cool. Das habe ich zum Teil auch, weißt, wenn ich so denke, ich tritt jetzt zwar auf Hochdeutsch auf und ich weiß, gewisse Wörter muss ich anpassen, logischerweise sagt man nicht die Stege, ja, man sagt die Treppe und so. Und gleich gibt es dann auch so Redewendungen, ja, aufs Mal, sagst du zum Beispiel nicht, sagst du nicht auf Hochdeutsch, aber wir sagen natürlich aufs Mal. Ja. Aber in der Comedy funktioniert das dann fast noch geiler, dass dann meine Kollegen irgendwie im Quatschclub oder so sagen, hey, lass das so drin, das ist viel witziger. Dass eben, weil es eine andere Sicht auf die Sache ist, wo dann das Publikum ja nicht interessiert. Sie sagen ja nicht, hör, das sagt man nicht. Sondern sie sagen, ah, der hat sich bewusst dafür entschieden, dass sie so sagen. Das ist ja also dann ein Alleinstellungsmerkmal in dem Moment. Und das machen ja zum Beispiel in der Musik die Österreicher viel bewusster als wir. Also, es gibt eigentlich, ich glaube, nur den Faber, den ich kenne, wo hochdeutsche Musik macht und sich getraut, zum Helvetismus bewusst einzusetzen. So, zwischendurch. Yeah. Oder, yeah. Pandalog sind keine Helvetismen. Ja, eher nicht, oder? Ich glaube es nicht, nein. Und das ist so typisch auch für, glaube ich, unsere, ist halt die Schweizer Mentalität. Wir sind ja ein Polyglot und können in jedem Land probieren, mit der Sprache so zu reden, dass niemand merkt, dass wir, so, das ist unser Style, so ein bisschen das Unterwürfige, was dazu führt, dass wir recht sprachgewandt sind, das ist noch geil, aber was dann auch jetzt den Nachteil hat, wenn du als Schweizer Künstler willst, willst auf Hochdeutsch Erfolg haben, müssen wir hören, dass du Schweizer bist. Man muss das hören, weil das ist geil. Das findet die auch herzig und das findet sie cool. Und das unterscheidet dich von Andreas Burani, der eben mit dieser Sprache aufgewachsen ist. Und ich finde, das macht Bilderbuch und Wand und die machen das ja alle. Ja. Oder so Young Hurne, dann noch viel krasser. Voll Scheiß drauf, ob du verstehst. Ich rede einfach so. Das ist meine Schnauze in Österreich. Und das finde ich hure geil. Und ich glaube, wenn noch ein Artist kommt aus der Schweiz, weißt, wo noch ein urbaneren Sound macht als jetzt der Faber und sich getraut, das zu machen, dann ist dem eine grosse Karriere, würde ich dem eine grosse Karriere voraussehen im deutschsprachigen Raum. Ende 2020 vielleicht? Ich bin zu alt, um den urbanen Sound zu machen, den ich meine. Ah, wirklich? Ja, ich könnte vielleicht helfen beim Schreiben. Ja. Yeah. Aber es müsste so ein Young Huren-mäßiger Typ sein, so, wo wirklich einfach halt viel jünger ist als du und ich. Scheiße, wenn man sich schon so alt fühlt, gell? Nein, aber das finde ich auch. Also, ich meine, wir machen ja auch immer noch Sound, wo sich anlehnt bei dem Sound der Jungen. Aber ich finde, es gibt gewisse Sachen, die ich schon nicht mehr machen darf. Ja. Also, War denn zum Beispiel auch nicht glaubwürdig? Ja, ja. Also, es gibt eine Song in der Produktion, wo siehst, ich bin so high von den Likes. Ich bin so high von der Love. Und mit so Autotune und hohen modernen Beat. Und ich habe das so hergefühlt. Und das Management hat uns so angeschaut und so. Es ist voll geil, aber auf keinen Fall für euch. Nie im Leben. Hast du jetzt keine weitergeben an jemand Jüngeres? Noch nicht, aber ich würde gerne. Ich glaube nach wie vor, dass das ein Hit ist. Es tönt schon gut. Also, ja, ja. Ich freue mich, so wenn der Spass dabei, aber ja, es ist dann halt einfach irgendwie halt jugendlich gewesen. Wem könnte man da gehen? Nemo? Nein, doch, könnte man. Aber Nemo ist auf einem anderen Film. Ja. Yeah. Nein, das wäre zum Beispiel geil, der zu übersetzen jetzt. Also übersetzen. Es braucht nicht viel Arbeit. So. Aber auf Hochdeutsch das zu machen, fände ich geil. Muss mal schauen, vielleicht bringe ich irgendwo unter. Wäre geil. Unter ist ja auch schon Hochdeutsch. Hey, wir haben ab und zu ein bisschen das Thema gestreift, wie man sich gut fühlt. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr explizit darüber schwätzen. Das ist das Thema, das ich nicht mal gewusst habe. Es ist ja auch wurscht, weil du hast einmal sogar gesagt, dann fühle ich mich gut. Schlaf aus heisst das Album, das im Februar kommt. 7. 6. 7. 7. Februar. Um noch ein bisschen Werbung zu machen. Aber 9 von 12 Songs kann man trotzdem schon hören. In Form von diesen 3 EPs. Aber ich erzähle das wahrscheinlich Menschen, die eh schon alle gehört haben. Sondern ich glaube jetzt auch nicht, dass jemand vom Emmental den Podcast hört oder schaut. Da wäre ich nicht sicher. Wenn, dann. Kannst du uns Emmental spielen? Noch nie. Ende. Nächstes Ziel. Das ist einfach schon geil. Ich bin mal durchgelaufen. Ja. Yeah. Von Bern auf Luzern gelaufen. Das ist einfach schon geil, Emmental. Ja, hundertprozentig. Ich habe nur den Käse von dort nicht gern.
Ich eben, das kommt wirklich dazu. Ich habe voll alle Käse gerne aus Emmental. Voll. Aber ich mache mir immer noch Sorgen machen wegen Hundessen dort. Das ist jetzt, weil einfach ich die Story erlebt habe. Ich bin halt durch das Emmental gelaufen und dann redest du halt mit, wenn du laufst, redest du mit noch viel mehr Leuten als sonst. Und dann bin ich in einem Restaurant gewesen, wo ich übernachtet habe, in so einer Gaststätte. Und dort hat mir halt der Koch das erzählt. Weil ich hätte nicht geglaubt, dass das Klischee, dass die noch Hunde essen. Das stimmt natürlich auch nicht. Aber der Koch hat mir gesagt, er sei vor 10 Jahren sei er eingeladen gewesen, am Apero. Und dann habe ich so Trockenfleisch gegeben. Und er ist halt Koch. Und schaut das Fleisch so an und denkt, oh, das ist interessant, die Faserig. Ich kenne die Faserig nicht. Oh nein. Und hat es gegessen. Aber den Geschmack kann ich jetzt auch nicht zuordnen. Und ich glaube, als Koch ist das recht komisch, weil du ja die Fleischhure genau kennst. Und es war tatsächlich Hundefleisch, aber es war sehr gut. Also, es ist jetzt so. Aber es ist immer, wenn ich vom Emmental rede, wirklich sehr lebenswerte Menschen. Aber die Geschichte ist immer auch noch da hinten. Ja. Wolltest du ja trotzdem nicht einfach so. Ist ein bisschen dumm, weil sie auch so ein dummes Klischee ist. Ja. Und es tut mir jetzt auch leid für alle Emmentaler, die den Podcast schauen, aber es ist echt die Geschichte, die in meinem Hinterkopf immer noch präsent ist. Dabu, vielen, vielen, vielen Dank. Danke. Bist du da gewesen? Bis sehr bald, irgendwann. Und weiterhin viel Erfolg. Ich komme deine Show schauen nächstens. Yes! Selbstverständlich. Yes. Das war es gesehen. Feel Good Podcast. Ich kann schon im Schwätzen. Feel Good Podcast Nummer 3 mit dem Tabu. Danke. Danke dir.